Grüß euch und herzlich willkommen. Unser heutiger Gesprächspartner ist Dukes-Kapitän Edin Bavcic. Servus, Edin. Servus. Edin, erste Frage gleich. Erzähl uns doch mal, wie du überhaupt zum Basketball gekommen bist. Also als erstes möchte ich alle natürlich begrüßen und ich muss eine Vorgeschichte erst erzählen. Also von, alle wissen ja, von 92 bis 95 war ja das Unglück in Ex-Jugoslawien, war Krieg, und dann sind wir 92 nach Deutschland ausgewandert. Ich war 7 Jahre alt. Bis 98 war ich in Deutschland, habe Schule gemacht, aber hatte keine Freunde aus meiner Heimat. Und dann sind wir 98 wieder zurück. Ich war in Bosnien, aber ich konnte die Sprache nicht mehr so gut. Und dann war ich ein Jahr in der Schule, Bosnisch komplett durchgefallen. Also ich kann nichts mehr. Und dann kam mein Bruder eines Tages, war ja ein bisschen größer, und hat gesagt, okay, warum gehst du nicht Basketball mit den Jungs trainieren, lernst schneller Sprache. Da war ich schon 15,5. August 99 ging ich erstes Mal in die Halle, erstes Mal den Ball in die Hand, und dann von da an ging es, sagen wir mal, bergauf. Und das war eine gute Entscheidung, sagen wir mal so. Erzähle uns ein bisschen was von deiner Karriere, beziehungsweise insbesondere vom NBA-Draft. Also ich fange ja mit 15,5 in einem kleinen Team in Sarajevo an. Das war 99, und da ganz schnell ging das, sagen wir mal, wie eine Rakete. Nach einem Jahr war ich schon Nationalmannschaftsspieler U18. 2003 wechselte ich zu den größten Vereinen in Bosnien, zu Bosna Sarajevo. Spielte dort für 5 Jahre. Nach 2 Jahren wurde ich auch Kapitän dort, sehr, sehr jung, mit 21, denke ich. Und dann in den 5 Jahren haben wir 3-mal die Meisterschaft gewonnen, 2-mal den Cup gewonnen. Und 2006, im Jahr 2006, im Februar, kriegte ich eine Einladung vom damals war es noch Reebok, aber heute ist es Adidas Camp in Treviso. Ich wusste nicht, dass ich komme. Es kam einfach die Einladung. Und in April 2006 unterschrieb ich auch meinen Agentenvertrag. Und dann ging ich zu diesem Camp in Treviso, wo alle Scouts kommen, und da keiner kannte mich. Also ich war in keiner Broschüre, kein nichts. War 4 Tage dort, schaffte es in die All-Star-Mannschaft, war Starting Five, war alles. Und dann die Nacht vor dem Draft rief mich mein Agent an und sagte, hey, schau mal, be not too excited, vielleicht wirst du morgen gedraftet. Und ich, was geht los, was ist passiert? Und dann ruft er mich morgen 5 Uhr in der Früh an und sagt, okay, Gratulation, du bist als erster bosnischer Spieler aus Bosnien gedraftet, alles Gute. Und dann sieht man, dann geht man auf NBA.com, 60 Namen, alle Biografien, alle, 56, mein Name, nichts. Schwarz. Kann man gar nicht reingehen. Schwarz. Und dann ging das sehr schnell. Nächsten Tag bin ich sofort in die Botschaft gegangen, habe mich gebrüllt, okay, du bist der Edin, ja genau, komm her. Und nächsten Tag bin ich schon nach Amerika geflogen, und da war ich 3-mal einen Monat dort, und es war eine super Erfahrung. Es ist ein anderes Level, eine andere Liga, aber super Erfahrung, und ich würde es immer mal machen, sagen wir so. Jetzt bist du bei den Dukes eben gelandet. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Engagement, und warum hast du dich für so einen langfristigen Vertrag entschieden? Also als erstes würde ich sagen, Dukes ist eine gute Adresse, vielleicht auch die beste Adresse in Österreich zu kommen. Wo wir die ersten Gespräche führten mit Herrn Werner und Roman, habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt ein bisschen, sag ich mal, ich bin noch nicht zu alt, aber ich bin jetzt ein erfahrener Spieler, ich bin verheiratet, ich habe ein kleines Baby, was will ich in meinem Leben machen? Und dann haben wir uns hingesetzt. Ich wollte halt gute Lebensqualität, was ich hier in Klosterneuburg unglaublich habe. Ich wollte eine Mannschaft, die einen Schritt nach vorne machen will, einen, zwei, drei, und vielleicht, wir haben ja das Projekt 2020, und ich hoffe, es wird alles gut gehen und dass wir das auch hinkriegen und dass wir eine sehr, sehr gute und stabile Mannschaft in der nächsten und übernächsten Saison haben. Aber es ist halt ein langer Weg. Wir müssen hart arbeiten, es ist eine junge Truppe, aber es wird schon reichen. Wir arbeiten wirklich gut und sehr hart. Wie ist dein Eindruck von der Mannschaft, von der Dukes-Mannschaft, beziehungsweise wie ist dein Eindruck auch von der ganzen Liga bis jetzt? Also, letzte Saison war ja für die Jungs wirklich sehr schwer, und ich weiß nicht, wie es beschreiben soll. Die haben so viele Spiele gemacht, und die haben alles durchgehalten, und das ist
das ist wie eine Meisterschaft gewonnen. Also wirklich, die waren, ich glaube, der älteste Spieler war Herr Greimeister. Yeah. Und Gratulation an denen. Aber dieses Jahr wollen wir einen Schritt nach vorne machen. Wir wollen guten Basketball spielen. Wir haben junge Truppe, die nächsten Schritt machen wollen. Das ist das Wichtigste. Die hart arbeiten. Und vor allem, die Jungs sind super, super Charaktere und ich bin guter Dinge, dass sie das auch hinkriegen. Jetzt haben wir die Saison gestartet mit einem Sieg zu Hause und einer Niederlage auswärts, die leider unnötig war, aber ist halt passiert. Und es wird auch passieren in der nächsten Zeit vielleicht, aber wir kriegen das schon hin. Ungeschlagen wird man nicht Meister werden. Ja, das sowieso. Aber man kann ja auch nicht hoffen, dass man gleich morgen Meister wird. So, wir haben uns gut verstärkt. Pedja ist da, Fabrizio ist da. Wir haben einen guten Trainer, der auch hart arbeiten will und hart arbeitet. Und ich glaube, es ist eine gute Zukunft vor uns. Das ist eh schon ein guter Übergang zur nächsten Frage. Was glaubst du denn, ist heuer drinnen? Was kann man langfristig mit diesem Team erreichen? Also, erstes Ziel, wir wollen besser sein als letztes, natürlich. Das ist erstes Ziel. Das ist nicht schwer. Ja, genau. Und also, ich kann jetzt nicht prognostizieren, wir werden Dritter, Vierter, Fünfter, aber wir wollen in die Playoffs. Wir wollen eine gute Position auch haben. Wir werden alles geben, dass wir desto besser Position haben. Aber wie gesagt, ich kenne die österreichische Liga noch nicht. Ich kenne die anderen Mannschaften noch nicht. Wir haben nur gegen Wunden und Traiskirchen gespielt. Ist ein bisschen, wie sagt man, anders. Anders als ich es gewöhnt bin, sagen wir so. Aber die Adaption, hoffe ich, verläuft schnell, auch für mich. Weil ist ja auch für mich was Neues. Andere Liga, andere Sitten, sagen wir so. Und die Referees sind auch ein bisschen anders. Die pfeifen ein bisschen anders, aber im Total ist es schon eine gute Situation und gute Liga. Du wurdest von der Mannschaft zum Kapitän gewählt. Was bedeutet das für dich? Also erst, das ist eine große Ehre für mich. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich nach einem Monat als Kapitän gewählt werde. Ich muss auch ehrlich sagen, wir haben zwei Kapitäne. Ich bin der ältere Kapitän und Clemens ist der jüngere Kapitän, weil es war am Ende eine Stichwahl. Okay. Und da halt, ich hatte am Ende, also der Coach hat entschieden, dass ich der Kapitän werde. Aber um ehrlich zu sein, sind jetzt zwei und das wird auch so bleiben. Ich möchte mit meiner Erfahrung den jungen Spielern etwas wiedergeben. Ich rede viel mit denen und ich hoffe wirklich, dass ich auch ihnen bei meinen Tipps auch helfe. Um besser zu werden, um der Mannschaft mehr zu helfen. Und als erstes müssen wir begreifen, dass wir nur zusammen weiterkommen können. Also es kann nicht nur ein Spieler weiterkommen, wir müssen alle den Schritt nach vorne machen. Und das wird halt sehr, sehr, sehr schwer sein. Aber wir haben uns ein Ziel gesetzt, dass, sagen wir mal, nach 10 Spielen ein Schritt nach vorne sehbar sein sollte, sagen wir so. Und Vorbereitung war gut, war wirklich gut. Wir haben gut trainiert und gut gespielt und zum Glück auch keine Verletzungen gehabt. Und jetzt haben wir halt die echten Spieler hier vor uns. Sonntag empfangen wir den Meister, also die beste Mannschaft in Österreich. Wir spielen zu Hause. Zu Hause können wir jeden schlagen, da bin ich mir sicher. Und besonders mit unseren Fans im Rücken, das ist nochmal eine andere Dimension. Das führt uns jetzt zur letzten Frage, die ich an dich habe. Was macht Edin Bavcic, wenn er nicht in der Basketballhalle steht? Also ehrlich gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich bin verheiratet. Ich habe eine Frau und eine kleine Tochter, die wird morgen 7 Monate alt. Und ich komme nach Hause und dann nehme ich meine Tochter in die Arme und sie lächelt mich an und dann verschwindet alles. Ich fühle kein Schmerz, nichts, ich bin nicht müde. Und wenn ich Freizeit habe, dann möchte ich auch mit meiner Tochter verbringen, weil ich will nichts verpassen, sagen wir mal so. Sie wächst jeden Tag unglaublich sehr schnell und ich will nichts verpassen. Und das ist auch ein
ein Grund, warum ich hierher gekommen bin. Die Qualität des Lebens ist sehr hoch, Klosterneuburg ist super und ich fühle mich hier aufgenommen wie in meiner eigenen Familie und ich möchte auch gerne was zurückgeben und ich hoffe, dass ich auch was zurückgeben werde. Edin, vielen Dank. Danke, vielen Dank.